Lucario ist ein Pokémon, der mit den Typen Kampf und Stahl existiert seit der vierten Spielgeneration, ist die letzte Entwicklungsstufe von Riolu und seit der sechsten Generation ist es in der Lage, eine Mega-Entwicklung zu Mega Lucario zu vollführen. Lucario ist ein mittelgroßes, zweibeiniges und wolfsartiges Pokémon mit blauem Fell und schwarzer Haut, wobei das Fell am Bauch, Brust und Schultern beige gefärbt ist. An den Händen sowie auf seiner Brust befindet sich jeweils ein Metallstachel in Form eines Kegels. Es besitzt einen dünnen, mit blauem Fell überzogenen Schwanz und in seiner Shiny-Form ist sein Fell hellgelb und im Brustbereich hellblau gefärbt, während seine Haut dunkelblau ist. Lucario ist mit einer engen Bindung zu seinem Trainer in der Lage, eine Mega-Entwicklung durchzuführen, wenn es ein Lucarionid mit sich trägt. In seiner Mega-Form vermischt sich die Energie der Mega-Entwicklung mit seiner Aura und durchströmt als explosive Mischung seinen Körper und entwickelt dadurch ein deutlich wilderes Aussehen. Sein Fell ist deutlich struppiger, zudem prägen sich dunkle Streifen, rote Flecken in seinem Fell und verschiedene metallene Stacheln über seinen Körper hinweg aus und mehrere lange Fellsträhnen wachsen aus seinem Hinterkopf heraus. Im Kampf überzieht das Pokémon seine Gegner mit kräftigen Tritten und Hieben, wobei es die metallenen Sporen an seinen Pfoten zum Beispiel für Metallklaue ausnutzt. Jedoch ist es auch hier vor allem durch seine Aura bekannt, die es nicht nur wahrnehmen, sondern auch aktiv manipulieren kann und in Form kräftiger Energiestöße als Aurasphären seinen Gegnern entgegenschleudert. Es kann damit selbst Felsen zu Staub zerfallen lassen. Mega Lucario verliert durch die immense Kraft alle Vorsicht und jegliches Mitgefühl. Es konzentriert alle Sinne aus Kämpfen und schlägt erbarmungslos auf seine Feinde ein. Seine deutlich gesteigerte Aura stellt eine große Herausforderung für seinen Trainer dar, der es an Willensstärke mit Lucario aufnehmen können muss, um es kontrollieren zu können, was nicht einfach ist. Mögliche Fähigkeiten, die es haben kann, sind einmal felsenfest, wodurch es eine erhöhte Initiative hat, sobald das Pokémon zurückschreckt. Es kann Konzentrator haben, wodurch das Zurückschrecken generell verhindert wird. Die versteckte Fähigkeit ist die Redlichkeit, dabei steigt der Angriff nach Einstecken einer Unlichtattacke und die Mega-Entwicklung hat die Fähigkeit Anpassung, wodurch die Stärke von Attacken desselben Typs erhöht werden, also von Kampf und Stahl. Lucario ist ein geheimnisvolles Pokémon, welches die Aura aller Lebewesen und unbelebter Dinge erspüren und sehen kann. Nicht nur kann es dabei selbst in völliger Dunkelheit die Bewegungen unsichtbarer Gegner erfühlen, sondern es kann auch das Wesen und die Gefühle seines Gegenübers lesen. Häufig lebt das Aura-Pokémon deswegen zurückgezogen, da es sich dem Stress entzieht, den es verspürt, wenn es die Gefühle anderer Lebewesen mit ihnen durchlebt. Gut trainierte Lucario können Auren in bis zu einem Kilometer Entfernung spüren. Lucario sucht sich Trainer, deren Aura zu seiner eigenen gut passt und die ehrenhaft und freundlich sind. Nur besonders engagierten Trainern gelingt es, daher sein Vertrauen und seine Unterstützung zu gewinnen. Lucario ist sehr intelligent und versteht die menschliche Sprache. Einige Exemplare können sich auch mittels Telepathie über die Aura dem Menschen mitteilen. Dabei ist es die Endentwicklung von Riolu und entwickelt sich durch einen hohen Freundschaftswert tagüber mit einem Levelaufstieg. Die Entwicklung zu Mega Lucario findet dann, wie gesagt, durch ein Lucarionid statt, was jedoch nur einen Kampf lang hält. Und mit seiner Typenkombination aus Kampf und Stahl ist es immun gegen Giftattacken, nimmt Viertelschaden gegen Gestein- und Käferattacken, halben Schaden gegen Normal-, Stahl-, Pflanzen-, Eis-, Drachen- und Unnichtattacken, doppelten Schaden gegen Kampf-, Boden- und Feuerattacken, der Rest macht normalen Schaden. Ausnahmen haben wir noch Generation 4 bis 5, dort macht Geist nur halben Schaden und Unnicht nur Viertelschaden und erst ab Generation 6 machen dann Geist normalen Schaden und Unnicht halben Schaden.